Ein Sniper Sergeant drin. Hab ich doch, ich hab den Sniper Sergeant weggekillt. Boah, ich hab 5 Siegpunkte. Ah, die 10 sind mir, oder 11 sind mir egal, ey. Pfeif drauf. So, dann musst du neue Missionsziele ziehen. Ja. Und Würfel wegschmeißen. Ja, was hast du denn da? Luftraum sichern. Kannst du weg. Auf jeden Fall. Ja, ist Quatsch. Missionsziel 4. Mhm. Das ist, glaube ich, da hinten ist irgendwo. Die 4, ja. Ja. Vormarsch. Hey, jo. Und Großwildjagd. Ja, jetzt wo keine. Doch. Der steht noch. Da ist noch ein Vorteil, ja. Ja, wird schwierig, aber ich probiere es. Dann dein Generator, bevor der gleich wieder vergessen wird. Ja, eigentlich wird er der am Ende der Runde gemacht. Ach so, ja. Ah, okay. Ja, er wird am Ende der Runde gemacht. Dann willst du noch nachwürfeln? Nee, alles gut. Okay. Dann der da, genau. Und gleich noch meine Lobgesänge. Oh, ja, der will nicht gern. Immer, er ist sich nicht so sicher. Mit plus 3 Zoll, ja, selbst bei Snake Eyes ist er durch, ja. Vor allem mit 6. Er hat einfach keinen Bock mehr. Ja. Das ist einfach so, weißt du? So, ja. Was sage ich denn an? Da ich eine. Wenn ich mich gleich nur 6 Zoll bewege. Ja, wird schwierig. Kann ich die da vielleicht so ein bisschen. Da, was? Die? Ja, ich guck gleich mal. Die machen noch nichts. Ja, doch. Du musst erstmal singen. Genau. Da ich ja eine Battle Configuration habe, erhöhe ich jetzt, sage ich einfach nochmal, einen Einsen und Zweien wiederholen. Bei der Battle Configuration sagt ihr aus, dass ich einen Lobgesang doppelt machen kann. Genau, genau. Dann tue ich dies. Und bewegen Raum dann schon. Dann erhöhe ich meine KG. Ne, KG erhöhe ich. Achso, für die Skitario oder was? Ne, ich mach nichts. Okay. Ist gut. Dann kommt jetzt Bewegung. Mhm. Die. Was wollen die bei mir hier? Die haben den ganzen Teil, die ganze Zeit schon nichts gemacht. Wir sollen mal nicht hier so jetzt einen auf dicke Buchsen machen. Unglaublich. Das ist ja mal totales Gelände. Die Sache ignorieren. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Aber ich sehe, glaube ich, eh nur einen. Also vielleicht zwei. Oder so. Ja. Der Knight. Möchte der sich mit seiner Base bewegen? Ich fange jetzt mal hier vorne. Achso, da? An, oder? Ich glaube, den Knight, den werde ich da hinten drauf jagen. Dann gehen die erstmal nach vorne. Düpp. 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 Die werden gleich da auf deine Hut schießen. Und zip. Stehen. Die. Düpp. Bleiben auch stehen. Mhm. Gut, dann kommt. Ihr wollt da, dann kommt wieder die Base, die sich bewegt. Einmal bis da. In the middle of the street. Du wartest wahrscheinlich darauf, dass sie bei der 8. Edition einfach die Bases auch sagen. Bases sind Schall und Rauch, dann stellst du ihn aber so auf. So. So kriegt er alles, so ist alles abgedeckt, so kann er mit allen Waffen auf deinen Zauber schießen gleich. Ach, auch noch hinten in den Nacken rein oder was? Hör mal! Ja. Fuchs muss man sein, nicht nur so stinken. Aha, okay. Zielphase. Ja, obwohl bin ich denn. Ja, machen wir mal. Ein, ja. Hab ich 2. Ja, läuft auch. Aber ich glaube nicht, dass ich in 18 Zoll bin, jetzt hab ich den da hin. Egal, hier, pass auf, den neige ich dir mit einer 1. Egal was du machst, ich die Nase mit der Nase. Nee, boah, passt nicht. Passt vorne zwar nicht. Nee. Okay. Okay, schießen. Die Akebuse in deinen Cybot. Da schon wieder rein, okay. Ja. Treffen. Mhm. Erste. 12. Hey, jupp, 12 ist ein Streifer. Und nochmal die 12. Zwei Streifer. Genau. Dann habe ich da mein Dreier, genau. Minus 1, so 4 durch Omnisplex. Dann hat er einen Streifer ab. Ja. Hat noch 2. Hup. Dann schieße ich auf. Schieße ich. Was? Wo bist du denn jetzt gerade hier? Ja, ich bin mit bei den Vanguards. Ach so. Ja. Ist wohin? Ich glaube nur 2 Stück, ne? Warte, hier ist das Männchen.
Und da ist einer sogar noch drin. Ja, nee. Dann. Das kannst du machen. Hör mal. Das geht gut aus. Mach ich. Ja, guck mal, siehst du? Mach ich. So einfach bis zwei. Und dann auch noch sowas dabei. Ja, darf ich auch wieder hoch? Ja, das ist okay. Ja, guck mal. Und auf die Sechsen. Weil wir schon fünf, ne? Ja. Ja, guck. Aber selbst wenn, da hätte ich auch nur einen töten können. Auch das ist. Aber da wird wahrscheinlich gleich eine Melterschablone auf dem Kopf. Das sagst du einfach so. Ja, ich weiß. So, machen wir hier weiter. Ja. Der Trop schießt in wen rein? In der, der hier steht. In die da. Ja. Oh nein. Sind die alle? Das wäre so traurig. Bum, bum, bum. Oh nein, wir werden alle abgeschlossen. Wir sterben alle. Alle sterben wir. Alle sterben wir. Oh. Oh nein, bringt doch nicht mal was, wenn ihr euch hinschmeißt, Jungs. Tja. So, machen wir erstmal drei. Ja. Mhm. Viele Dreien. Ja, das hast du mir gerade bei Dings auch gesagt hier. bei Typhus. Hat nur nichts gebracht. Da nachrollen. Zip. Auf die drei. Mhm. Das sind schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, 6 Stück. Ja. Gegen die habe ich ausschließlich nochmal ein 6er Feel No Pain. Ja, 5er, oder? 5er Feel No Pain, richtig. Ist trotzdem egal, es sind 1, 2, 1 darf ich wiederholen. Sind 4 Tote. Okay. Und der letzte, reiß ich hier den Busch ab. Den letzten wirst du wahrscheinlich durch die Wand nicht mehr sehen können, oder? Das ist jetzt die Frage. Ja. Wenn ja, dann schmeiß mal. Ich sehe sein Schwert, aber ich weiß nicht, ob es uns Gegenstände zählen muss. Genau, ja. Ist gut gemacht, Junge. Gut. So gut gemacht, ja. Ja. Okay, mein Knight. Der soll mal aufhören. Schablone setze ich mal ja. Auf die Hirse an. Auf wen denn? Auf den Scheibot? Ja. Ja. Hast du gemerkt, Scheibot? Ha? Das ist, weil der so schüchtern ist. Ja, schüchtern. Der traut sich nicht, den anzugucken, weil der ist so groß und stark. Und so, oh, ich bin voll schüchtern. Ja, also einer von denen da runter. Dann wird abgewichen. Nein. Das ist ein Hit. Aber einer auf dem Cyborg und einer auf den. Machen wir. Das sind weniger als 18 Zoll. Jo, ja. Jupp. Und weniger als 18 Zoll sind 2W6, ne? Genau. Sind beim Melter 2W6 und bei ihm kein Safe mehr. Das ist 9, 15. Das ist ein Volltreffer. Für ihn einmal Feel No Pain für Plus. Nope, dann ist er tot. Mach mal einen Deckel. An der von vorne. Mach mal einen Deckel. Schießt quasi durch die Statue. Ach, Käse. Zap. So, der von vorne wird aber abgeräumt. Volltreffer, da kann ich nichts gegen machen, weil, wie gesagt, bis unter 18 Zoll, was passiert? Oh nein, wie viel Zoll explodiert der Meister denn? Ja, klar. Oh Mann! Einer! Dreier Buchse! Wie ist es das gehalten? Ja. Oh, unglaublich! 7, 8, 9. Zu viel Würfel, zu wenig Würfel mitgenommen. Ja, jetzt kommt noch die Gatling in die anderen Jungs ja. Da rein. Mhm. Eins und zwei Reroll. Jo. Da. Gut. Und dann auf die 2. Stärke 6 auf die 3. Genau. Als würde es einen großen Unterschied machen, die eine 2, die da vorne liegt. Das sind jede Menge. Mit DS3. Dann schmeißen die sich hin. 6er. Drop Dice zählen nicht. 6er Safe. Einer. Ja. 5er Feel No Pain. Damit sind die auch Geschichte. Plop, plop. Damit hast du quasi keine Ziele mehr, die du beschießen kannst, weil das Einzige, was noch da ist, ist hier vorne der Nahkampf. Also der ist, den kann ich nicht... Achso, den kannst du schon, ja. Ja, wahrscheinlich hättest du den eventuell hier drauf gesetzt, oder? Ah, weil du musst beim Imperial Knight nämlich immer grundsätzlich vorher ansagen, wo du drauf bist. Ja, okay, nee, dann schieße ich nicht drauf. Dann lassen wir das. Das ist es, bei dem nämlich. Ja, von mir aus kannst du da noch. Nein. Als wenn es um den jetzt. Nee, da kommt es jetzt einmal. Ja, der wird dann. Wenn der überlebt, dann bleibt er halt stehen. Dann, ja. Der schießt dem jetzt gleich. Der schießt ihm gleich eine Rakete in den Nacken und dann explodiert er ja.
Nahkampf 4, ne? Ja. Ja. Gut. Genauso viel wie in den letzten Runden auch. Aber ja. Natürlich. Aber, und jetzt 4 plus. Aber jetzt nicht wieder eine Melter 1. Naja, so, danke Würfel, danke. Ja, der hat sich gerade gedacht, so, ja, gebe ich dir jetzt keine 4 mehr, weil der rettet den ja eh wieder mit. Natürlich. Oh, Backe, hast du Missionsziele gehalten? Wenn ja, welche? Ja, nö. Also Vormarsch habe ich nicht, Großwildjagd habe ich. Mhm. Sichere Missionsziel 4 komme ich nicht dran. Mhm. Das wirst du dir dann wahrscheinlich gleich vielleicht kaschen, wenn du weit genug mit deinem Looter kommst. Boah, der rennt. Der rennt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Vormarsch. Okay. Ja, ich denke, das werde ich nicht bekommen. Und dann gucke ich doch mal, was hier mein letztes Missionsziel für das Spiel vielleicht sein wird. Also sichere Missionsziel Nummer 2. Mit 2 Figürchen 2 Missionsziele halten ist mal schwer. Da muss er doch von seinem hohen Ross runter. Und 2 Runden lang da hinten rüber rennen. An ihm vorbei. Der sieht den bestimmt nicht. Klingt nach dem Plan. Gut. dann. Scheiß drauf, komm. Durch hier, da, der will da runter. Wie viel Zoll da war? 5. Immerhin. Damit steht er ungefähr da. Ja. Das ist scheiße, das war doch. Ah, ist egal. So. Hier vorne rennt seine 6 Zoll hier rüber, damit der Teil abläuft. Dann sind wir in der Beschussphase. Ich versuche mal mit ihm zu rennen. So macht er. Ist gestolpert, glaube ich. Ist zu schwer, der Raketenwerfer. Scheiße. Der Typ da drin will auch rennen. Trauerspiel! So, dann kommt er da und stellt sich da hinten in die Ecke rein. Meine letzte Hoffnung, nicht getabelt zu werden. Am Ende meiner Runde halte ich Missionsziel Nummer 4. Ah, ne, gar nicht, jetzt wird da vorne noch geboxt. Komm, da, auf die 4. Läuft. Läuft! Das ist schon wieder 2, ja. 3 Runden 2. Oh. Gut, dann halte ich am Ende meiner Runde dein Missionsziel Nummer 4. Jupp. Und habe dann auch 6 Missionsziele geschafft. Und mich deucht, ich werde vorher schafft, zum Beispiel hier mal abschmeißen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie die Idee, das kriege ich nicht mehr direkt geschafft. Oh, jetzt ist Dominik zum Zugucken an den Tisch gekommen. Jetzt, Dominik. Jetzt kann alles besser werden. Ja. Gibt's Runde Nummer 6? Ja. Jo, dann Skitari. Was? Kriegst du noch Missionsziele? Nee, ich hab leer. Ich habe leer. Du haben leer. Hexenjagd, kommt nicht, spät. Gib nicht, genau. 4. Ja. Überwältigende Feuerkraft. Mhm. Und sicheres Vorlaufenswissen. Bitte, wo muss denn da machen? Ein Missionsziel-Marker kontrolliert, der zuvor Beginn des Spielzugs noch von einem Gegner kontrolliert wurde. Ja, das ist nur noch einer da, nicht? Nee. Nur noch. Wen hast du denn vorher gehalten? Hä? Wen hältst du denn? Den? Den. Da komm ich nicht hin. Da ist immer noch einer da. Ich wollte dich trotz meiner nahezu vernichtenden Lage noch ein bisschen verspotten. Das war mein Plan. Ich weiß, der kam nicht so richtig gut an, weil auf welcher Grundlage, aber ich dachte mir, mein Gott, nein. Ich bin das Chaos. Ja, das Chaos ist launisch. Ja. Ja, was sag ich denn an? Weiß ich nicht, die wollen vielleicht noch ein bisschen singen. Ja. Also ein Fußballlied oder so jetzt. Ja, ja. Ja, ich sing gar nichts. ich sing nichts mehr. Was machen die? Die rennen da durch. Ja. Rennen zum Missionsziel. 5 Zoll weit. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das mit deinem, das habe ich irgendwann mal gehalten. Irgendwann? Ja, irgendwann. Obwohl, du hast das im vorherigen Spielerzug gehalten, oder? Nein, im vorherigen Spielerzug stand da nichts mehr. Oder? Doch, ja, quasi. Und wenn drei Typis, dann der zu Beginn deines Spielerzugs. Nein. Das ist nicht ausschließlich mehr der Fall, ne? Okay. Ja, Psi haben wir jetzt vergessen, aber ist eh nichts in Reichweite, dann. Ja, drehe ich mal meinen Neid um. Das ist jetzt voll praktisch quasi, weil du die Base fast stehen lassen kannst. Ne?
Endlich zahlt es sich aus, dass ich nicht festgeklebt habe. Endlich. Hier, ich brauche die Base nicht drehen. Die schöne Drehung da an. Ja, super. Und du kannst eh nur mit einer Seite auf den draufballern. Ja. Und das wird mit der Gatling werden. Ach so. Das ist so doof. Da muss ja doch noch die Base drehen. Ja. Guck dir mal die Arbeit an. Guck dir mal die Arbeit an. Ist doch Quatsch. Ja, warte mal. Ich muss ja so, ne? Und dann... Guck. Ja, läuft. Das ist so sinnbefreit. Du, der hat aber auch ein großes Rohr mit. Ne, muss der was ausgleichen? Ja, muss der. Ja, okay. Dann. Ja. Wird geballert. Ja. Neid. Ja. Ach du armer Kerl, du tust mir ein bisschen leid. Da kommen jetzt einmal viele Schuss um die Ecke. So. Und davon treffen auch schon fast alle. Auf die 3. Das ist auch total easy schaffbar. Es ist so ja. 6 Stück. Der schmeißt ihn natürlich heldenhaft in den Staub rein. Easy peasy lemon squeeze. Auf die 6. Mhm. Das ist schon mal nix. Und Feel No Pain 5 Plus. Naja. Aber fast. Aber ja, wie der eine Wurf vorhin, ne? Ja, er hat es versucht. Der war schlimm, ja. Lauter Sechsen und nur einer verkackt, trotzdem tot. Gut. Dann ist an sich nur noch, die dürfen wir rennen. Ja. 6 Zoll. Plus Crusader, nochmal 1 Zoll, sind 7. Mhm. Wo ich jetzt meinen? Hier hast du. Ja. Simp. Mhm. Mhm. Bups und bups. Ich hätte jetzt gerne nochmal gleich sichere Missionsziel Nummer 4. Hättest du das wirklich gerne nochmal? Naja, ich halt. Ja, ja. Und noch. Die wollen da reinchargen. Ja, dann gebe ich wohl ab für Feuer. Ja. Ich glaube, das macht die Lage der Typen nicht besser, wenn da jetzt auch noch Belisarius Core dabei ist. Die sind wahrscheinlich auch alle furchtlos da an der Nase, ne? Nö. Keiner furchtlos. Nein! Nein! Da muss ich dann so einen Angsttest machen, ne? Da musst du einen Angsttest machen und ich muss eine Herausforderung übrigens auch aussprechen. Ja, okay. Nee, muss ich? Darf ich mir auch. Wer nimmt die denn an von dir? Ja, Belisarius. Belisarius Call, ja. Ja. Dann komme ich mal rüber mit dem. Ja, komm mal rüber. Schätze mal. Komm mal, kuscheln an mein Stechelchen. Das klingt total eklig, wie du das so sagst. Bah, schämlich. So, dann sind wir soweit. Dann ja. Herausforderung, ne? Ja, genau. Zuerst mal 1 plus 2W6 oder wie war das? Ja, genau, 2W6. Auf Easy Step C. Sind 8. Ja, du, die steckt da easy weg. Easy. Da lacht der doch. Dann noch der normale Datenstachel dazu. Genau, ja. Bevor du wir hier erstmal gucken, ob die Schüsse haben. Die kleinen Bärchen da. Nö. Warum denn nicht? Auf die 3. Mhm. KG hast du? Auf jeden Fall 5 hat der. Ja. Auf die 3. 5 oder 6 oder? Stärke? 4. Also die 5. Genau. 2 Stück. 2 Stück. Eine 3er Buchse. Ja. 5er. Jetzt kommt eine 5. Ja, wenn man es anders rumdreht, vielleicht. Nee, funktioniert nicht. Ja, ich bin total froh, dass ich mit dem eine Herausforderung aussprechen musste. Das hat super geklappt. So, gut. Rücken die ein. Genau. Dann sind wir auf welchem Indie-Step? 4, ne? Okay. Dann kommt jetzt der Imchen. Die haben ja 3, ne? Die haben 3, genau. Ich würde sagen, hat der im Charge 3. Oder darf er noch mit seiner normalen zuhauen? Ich glaube nicht, ne? Aber du hast minus 1 KG, nicht? Der hat aber eine Energieachs. Okay. Dann Imchen. Dann hat er KG 3 auf die 4. Mhm. Gut. Dann wäre Ini 3. Das ist, glaube ich, der Rest hier. Ja, meiner auch. Jo. Also hier, ne? Dann machen wir eben hier der Imchen, Jungcrawler. Aha. 2. Jo. Okay. Fangen wir noch Pain. Ne. Nee, ist richtig. Warum? Jetzt klappt's!
Weil Cognis und. Ja, ist vollkommen richtig, genau, ja. Aber das gleiche Inni-Schritt. Er haut ihn und er haut ihn wieder rein. Ja. Der auf deinen Dune-Crawler. Mhm. Auf die 4. Nochmal auf die 4. Ja. Der ist mit Fug und Recht zerbohrt worden. Du bist eine Vollwurst. So, dann drei Tagen auf Belisarius Call. Auf die 4. Gift 4 plus. Einer nur. Jo. Und auf den anderen Trupp da. Mhm. Auf die 4 wahrscheinlich. Oder was haben die für einen KG? 3. Ja, dann auf die 3. Super. Und. Wieder schon 5. Genau. Wobei mir einfällt, dass das totaler Quatsch ist eigentlich. Also ich meine, er ist getroffen, aber er kann ja gar nicht auf ihn, weil das eine Einheit ist. Jo, insofern hätte ich alle mit einer 3 sogar gedingst. Weil die Herausforderung ist ja sogar schon rum. Hätte keine Auswirkungen gemacht. Ein Safe nach vorne noch. Das ist es ja. Ja. Nehme ich die eine. Dann hau ich mit. Das ist voll irritierend, dass man eine Herausforderung das Modell 10 Kilometer weit wegzieht. Na gut. Ja. Kann jetzt nur einer zuschlagen von denen. Ja, dann hau doch mal. Nö. Gut, ich bin furchtlos. Ja, Kroll haut aber das noch zu. Kroll haut auch noch mit seinen normalen Attacken. Ach, als hätte er nicht schon genug angerichtet. Ja. Im Angriff. Ja. Mhm. Auf die 2. Ja. Nee, nicht auf die 2. Auf die 3. Auf die 3? Was hat das für eine Stärke? 5 plus Energieachs werden 6. Okay. Und du hast Widerstand 5. Also jo, was für ein DS hat er Ding? 2. Also hast du noch viel mehr Pain. Ja, 2 mal viel mehr Pain. Eins und darf ich wiederholen. Geht dann ist noch einer tot. Ja, schade, schade. Schwupp, schwupp. Oh. Miese Brise, Anneliese. Ja, meine Runde. Ah ne, hast du noch Missionsgebiet? Ja, sichere verlorenes Wissen nicht. Mhm. Überwältigende Feuerkraft habe ich. Mhm. Missionsziel 4. Ja, ne. Oh, Missionsziel 2 von mir hast du ebenfalls mit deinem Neid. Ich da echt so nah dran. Das sieht zumindest von hier aus nach 3 Zoll. Ja, sein, ja. Gut. Auch wenn ich nicht gerne sage, ja, doch, ist so, ja. Schmeiße ich ab. Sichere Missionsziel. Na gut, du kriegst jetzt die 4, glaube ich. Ne? Also. Die hatte ich ja schon, deswegen muss ich sie ja nochmal ziehen. Hast du die oder was? Ich hab die doch. Ach, du hast die? Ja. Hattest du jetzt ein zweites Mal was? Die hätte ich ja gerade schon. Dann habe ich die erst ein zweites Mal gezogen. Geil. Ich habe sichere Mission zu Nummer 3, das ist nicht richtig. Da! Das ist nicht richtig. Was soll das? Das ist Quatsch. Meine Bewegungsphase entfällt. Und dann kommt die Nahkampfphase. Da! Belisarius Call haut als erstes zu. Achso. Ja, sind dann 5. Mhm. Allerdings, diesmal, der hat eigentlich KG5. Dementsprechend hat er jetzt nur noch KG4 und darf nicht mehr auf die 3 verbunden. Das war gerade Quatsch. KG4 ist ja auch auf die 4. So. Und auf die 5. Zwei Stück. Dreier Buchse. Jo. Klar, der will. Dann dein Typ auf INI 4. Ne, genau. Dann haut meiner in den Trupp da rein. Mhm. Auf die 3. Und auf die 4. 2 Stück. Mhm. Oh. Okay. Und dein Trupp haut zurück. Ja. Machen wir den Doom Crawler. Mhm. Ja. Und Rip. Ah. Hm. Tot. Dann dürfen die sich. Dann darf sich einmal dein Trupp mit deinem Warlord konsolidieren. Zwei Zoll. Und dann ist er quasi an seinen Dudes wieder dran oder was? Ja. Ende dieser wirklich glorreichen Runde für Prinzessin Nörgel halte ich zum zweiten Mal Missionsziel Nummer 4. So, nehmen wir irgendeins übere. Genau, das. Dadurch. Ja. Die ich da drauf. Dominik. Möchtest du vorher noch ein Missionsziel abschmeißen, bevor es jetzt weitergeht? Ja, will ich.
Allerdings kann ich ausschließlich abwerfen. Achso, sichere Missionsziel Nummer 2 hattest du ja gerade gesolved. Linie halten, werde ich abwerfen. Bum, bum, bum. So, stimmt, die habe ich auch gekriegt. Okay, 2, ne? Jo. Dann würfel mal. Runde 7. Oh, oder wie? Nö. Ja. Dann. Und? Was sagst du zur War Convocation? Ich weine jetzt ein bisschen draußen und danach machen wir eine Postgame-Show. Hallo und herzlich willkommen zur Postgame-Show, die zweite. Ich bin gerade vollkommen durch. Der Flashmob. Ja. Wir mussten die erste leider unterbrechen, weil lauter Männer am Fenster vorbeigerannt sind, die mal kurz feststellen mussten, dass sie keine Buchsen machen haben. Ja, richtig. Geil. Samstagsabend. Krasse in Bord. Ja, es ist schon schön, genau. Ja. Ich habe vorher eigentlich nur gesagt, dass ich geweint habe. Du hast gesagt, ich habe nicht geweint. Ich bin aber trotzdem noch ein bisschen traurig. Das ist ganz eigenartig, jetzt muss ja alles wiederholt werden. Richtig, genau. Ich habe mal wieder eine Einheit versucht oder eine Armee versucht auf Video zu lernen und habe mir vorher gewünscht, stell mal was Käsiges. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht. Manchmal, ich sollte vielleicht Dark Angels spielen. Die peitschen sich auch so gerne aus. Manchmal habe ich das so eine Ader, ja. Ja, obwohl, wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, wenn man die Schlüsseleinheiten direkt rausnimmt, ne, sprich die Laserkanonen, die den Void-Shield-Generator gefährlich werden könnten, das Plasma wegbindet mit Einheiten, die Melter wegbinden, so gut es halt geht, den Rest, meine Kerneinheit halt, sprich der Cheftrupp mit Deckung ignorierenden Graf, dann der macht dann den Rest quasi. Wo der Knight, der hat auch viel Druck aufgebaut, habe ich das Gefühl. Ja, der konnte aber auch vorher, finde ich, super agil sein, weil der hat ja nichts zu befürchten. Ja. Der hatte lauter Schilde um sich drumherum und konnte permanent mit seinem metallenen Mittelfinger zeigen, hier, Mädels, da gibt's jetzt Saures. Und hat dann auch ausgeteilt, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas hätte großartig anders machen können. Ich kenne die Armee nicht. Nicht so offen hinstellen. Das ist richtig, aber zum Beispiel beim Land Raider hätte ich jetzt auch gar keine große Idee gehabt, wo ich den sonst hätte hinstellen können, weil der Knight und die waren ja relativ mit ihren 30 Zoll relativ stark in der Mitte vertreten. Ja gut, du hättest ihn da hinstellen können, wo du deinen 5er-Trupp Specimens hingestellt hast an Mission Nummer 4. Dann wärst du abgedeckt gewesen, dann wärst du in der drauf die folgende Runde mit deinem Laser vorgeschossen. Hättest du den Void Shield wahrscheinlich sogar kaputt gemacht. Aber in der Ecke standen deine ganzen Grafschützen und bei denen waren wir 100% gehen müssen. Ja gut, aber die hätten den wahrscheinlich auch. Dann hätte er auch nichts gemacht. Hätte Fahrradkette, ja. Also, ist halt jetzt so. Die einzig safe Ecke fand ich war die rechte und da hätte der, ne, da hätten die sich ein bisschen an ihren an ihrem fauligen Gemächt spielen können. Also ich fand's. Es war ja Neid. Mein Gamma war ja Neid. Dieser Void-Shield-Generator, den finde ich echt eigentlich. Den finde ich sehr geil. Ich finde für 100 Punkte sind die drei Dinger viel zu günstig eigentlich, aber wie agil so ein Imperial Knight zum Beispiel sein kann oder ein schießender Todesblock, der da drunter ist, weil egal was du da irgendwie machen willst, warte mal, schießen, nee, ich hab da was vorbereitet für dich. Na, das fand ich schon immens. Gleichzeitig hatte ich bei der Death Guard, vielleicht können die Spieler, die häufiger Death Guard spielen, mir dabei erzählen, was ich da übersehen habe eventuell, ich hatte bei denen jetzt gerade nicht so riesig das Gefühl, dass ich da was Durchzugstarkes da. Oder gab es irgendeiner, wo du dachtest, die Thermis vielleicht, aber die sind ja auch direkt matschig geworden. Ja. Die mussten direkt aussteigen und dann wurden sie dann da drauf die Runde halt ein bisschen dezimiert. Nee, in derselben Runde. In derselben Runde, genau. Die sind in derselben Runde, haben die sich einschenken lassen, genau. Ja. Ja gut, ich hatte im ersten Moment ein bisschen Respekt vor deinem Chef mit dem auf dem Moped da, ne? Ja. Der sollte auch mehr machen. Vor Typhus nicht, der ist ja ziemlich langsam gewesen. Ja, nach Land Raider knacken. Danach halt nur noch, da kam dann deine Hellbrood, ne? Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas zu befürchten hätte. Nee, da war einfach nicht so viel. Das wäre nicht viel Druck aufgebaut. Vielleicht hätte, wie du schon sagst, ein Helldrake wäre geil gewesen, aber wenn du ein ganzes Terror-Pack dafür holen musst, das sind dann ja wie viele Punkte? Zwei ist vier, also sind ja auch noch 340 Punkte. Und dann, was ich eigentlich dachte, was sehr geil ist, und ich glaube, das hat mir ein paar Mal beim Würfeln zumindest so ein bisschen den Arsch gerettet, auch wenn man dann nicht ganz von sprechen kann, weil man fast getaggt wurde. Aber dann, es hat es hinausgezögert, dass dein KG durch die Formation gedrückt wurde. Ja. Und das war schon ganz nice. Du hast auch viele Eisen, genau. Die konntest du viel wiederholen. Ja, ja.
Und dieses Gift 4 Plus hätte auch besser funktionieren können. Weil, zumindest bei meinem Gedanken, nimmst du die Black Marines mit in dieser Formation. Ich hatte so falsch in Erinnerung. Und zwar, die haben Stärke 4. Ne, gar nicht, doch, hatte ich wohl. Und zwar, die haben Stärke 4. Das meiste bei dir hatte ich so im Kopf, ne, weil ich halt nicht mit dem blöden, fiesen Generator gerechnet habe. Das meiste hat Widerstand 3. Insofern hast du quasi Shred mit deiner kompletten Armee. Ja. Funktioniert gegen Space Marines nicht so gut, die dann dabei waren. Und wenn du vorher nichts wegschießen kannst, auch nicht. Also da war meine Anfangsidee kacke. So, ja. Ja, aber gut, wie hast du schon selber gesagt, ne? Warum rechnet man da? Wenn rechnet man ja nicht. Ne? Nee. Wie gesagt, ich stelle harte Listen, aber ja, gut, stellst das Ding da rein, ne? Ist ja knackig. Genau. Und weil ich auf Selbstgeistung stehe, möchte ich gerne nochmal irgendwann gegen eine harte Liste antreten. Zwar dann in Edition 8 wahrscheinlich, so. Das ist sehr gut. Naja, ich finde keine Worte mehr um diese Uhrzeit. Es ist warm. Es ist schon spät, ja. Ich habe es mittendrin einmal kurz erzählt. Der Dominik, der jetzt gerade hinter der Kamera steht, hat schön mit Styrodur geredet. Geschnitten! Ja, zu viel Dämpfe. Ich wollte gerade sagen, da machen sich die Dämpfe bemerkbar. Rübe, ja. In dem Schlauch auf dem Weg nach vorne hat man nur noch Qualm mitbekommen und keinen anderen Luftzug mehr. Ich bin zumindest durch. Ihr habt noch einen langen Weg nach Hause. Ja, lange nicht, halbe Stunde. Ist ja quasi um Ecke. Ja, dann geht's ja noch. Mein Gott, komm, dann setzen wir uns jetzt hin und machen noch 2 Stunden weiter. Okay. Wenn der Hund nicht wäre. Der muss immer die Ausrede. Ich wollte sagen, ja, die Dame guckt dann auch, hey, noch eine Stunde. Nein, dementsprechend, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Besucht auch die Bunker-Videos auf YouTube. Tobi oder Sven werden irgendwo das verlinken, entweder in der Ecke oder im Abspann. Das wissen die besser als ich. Dementsprechend wünschen wir noch allen eine schöne Nacht. Kommt gut ins Bettchen, auch wenn ihr morgens guckt. Egal. Oder mittags. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Immer fein. Weiter moschen.